Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Umwandlung militärischer Flächen zur zivilen und wirtschaftlichen Nutzung ist alternativlos. Das ist richtig. In Anbetracht der Tatsache, dass wir keine Verteidigungsarmee offensichtlich mehr in der Stärke unterhalten wollen und sie abschmelzen auf ein 100.000-Mann-Heer, das dann mehr oder weniger gekadert für Interessen der Amerikaner eingesetzt wird, wie in Afghanistan zu sehen. Der Afghanistan-Einsatz wird geschätzt, wenn man versucht, alles reinzurechnen, bisher so auf die 7 bis 8 Milliarden Euro Kosten geschätzt. Für die Leistungen, die der Bund jetzt erbringen sollte, um die militärisch genutzten Flächen in einen vernünftigen Zustand zu bringen, ist überhaupt kein Geld da, wie wir ja von Herrn Ritter hier eben auch gehört haben. Was mich allerdings sehr verwundert ist, dass die Grünen sich hier hinstellen, die immer ein sehr gestörtes Verhältnis zu einer Verteidigungsarmee hatten und wahrscheinlich auch noch haben, der ich auch angehörte, weil ich mich noch sehr genau erinnern kann, als diese grünen Spinner bei uns vor der Kaserne auftauchten mit dem Slogan »Soldaten sind Mörder«. Und Sie stellen sich jetzt hier hin und singen das Lied der bedauerlichen Feststellung, dass nunmehr die Soldaten und Soldatinnen und Angestellten leider Mecklenburg-Vorpommern verlassen werden. Ich komme aber zur Sache. Es ist natürlich auch verwunderlich, dass die SPD und CDU hier die Landesregierung auffordert, also sie stellen die Landesregierung, hier doch bitte schön tätig zu werden. Und der Herr Ministerpräsident Sellering hat hier wieder alles das getan, was er immer tut, nämlich einen Zustand beschrieben, ohne konkret zu sagen, was für ein Konzept denn die Landesregierung hat, um den Gemeinden, speziell auch meiner Heimatstadt in Lübtheen, konkret praktisch zu helfen. Da ist außer, wir stehen an Ihrer Seite, Herr Sellering, von Ihnen überhaupt gar nichts Konkretes gekommen. 30% Stellenabbau, das haut ins Kontor. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut in Lübtheen, was die dann hinterlassen, da ist geschätzt, dass da noch über 20 Jahre Munitionsräumdienste Arbeit haben, um überhaupt erst mal diese Fläche zivil nutzen zu können. Und was in dieser Region Lübtheen und Umgebung los ist, was die Arbeitslosenzahlen angeht, was die Vergreisung angeht, was die Perspektivlosigkeit angeht und die Verschuldung der Stadt angeht. Wir sind pleite in Lübtheen. Dann erzählen Sie hier, ja, die Gemeinden sollen möglichst billig diese Flächen kaufen. Mein lieber Herr Ministerpräsident, Sie sind eine Märchennase und erzählen den Gemeinden, Sie sollen etwas kaufen, wo Sie überhaupt gar kein Geld für in der Kasse haben. Dann stellen Sie sich hier konkret hin, wenn Sie so groß auftreten wollen, sagen Sie, wie viel Geld für welchen Standort vom Land kommt, und dann werden wir von der NPD gerne mit Ihnen diskutieren und das Rechnen anfangen. Aber in dieser Beliebigkeit, wie Sie immer schön Wetter machen, werden Sie den Leuten vor Ort keinen praktischen Nutzen bringen können. Der Antrag der Linken, dem werden wir zustimmen, weil er konkrete Forderungen enthält, weil die wenigstens ganz genau sagen, was sie wollen. Und die Regierung von SPD und CDU sich irgendwo in einem Zustand befindet, der mehr als nebulös ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.